man war in dieser Welt und hat tatsächlich auch nur noch diese Welt gesehen. Neben mir steht Markus Herkersdorf von Tricat. Markus, du hast dir hier ganz viel Mühe gegeben, uns Einblicke zu geben in virtuelle Realität. Wir haben hier an mehreren Brillen ausprobieren können beim Corporate Learning Camp 2016, was da heute so alles geht. Also zum einen, Augmented Reality hat man schon oft gehört und ich dachte, alle reden davon, ich will es jetzt auch mal wissen und vielleicht sogar ausprobieren. Und es war sehr, sehr witzig, weil man innerhalb kürzester Zeit interaktiv und einfach intuitiv das Teil bedienen konnte. Und wir haben verschiedene Dinge ausprobiert und haben uns zum Schluss noch ein Kraftwerk angeschaut. Und auf einmal sagt mir derjenige, ich soll doch mal nach unten schauen. Ich habe also nach unten geschaut und dann zuckte tatsächlich mein Körper zusammen. Und da hätte ich vorher eigentlich Geld drauf gewettet, dass das nicht der Fall ist. Ja, virtuelle Realitäten und das Handeln in diesen virtuellen Realitäten bietet tatsächlich die Möglichkeit, dass wir Lernerfahrungen machen, die ganzheitlich sind. Das heißt, ich nehme nicht nur, wie es beim klassischen E-Learning der Fall ist und auch in vielen Präsenzveranstaltungen, Wissen auf, sondern ich handle selber. Und kompetenzorientierte Bildung hat ja was mit Tun zu tun, mit erfolgreich zu Lösungen zu kommen. Man war in dieser Welt und hat tatsächlich auch nur noch diese Welt gesehen. Also ich fand es spannend und auch, ja, es war Spaß. Es war auch Spaß. Der große Unterschied scheint das Ansprechen von Emotionen zu sein bei der virtuellen Realität, was wir sonst nur sehr schwer hinkriegen. Also mit einem Papier schaffe ich es wenig und auch Trainer haben es da schwer, dieses emotionale, direkte Erleben anzusprechen. Und wir wissen ja, alles, was man emotional irgendwo erlebt hat, hat man fester verankert. Da erinnert man sich bestimmt dran. Insofern hat es mit Lernen ganz viel zu tun. Kannst du dir vorstellen, das auch irgendwie fürs Lernen zu verwenden? Also ich könnte mir vorstellen, wenn man Prozessabläufe irgendwie darstellt, will. Das könnte ich mir vorstellen, dass man das damit auch den Lernenden in diese echte Situation reinbringen kann und damit auch den Lernerfolg ja, sichern kann vielleicht dadurch. Bisher hatte ich es weitestgehend immer abgelehnt, darüber so nachzudenken, vielleicht weil ich zu wenig Berührungspunkte damit hatte. Und jetzt denke ich zumindest darüber nach. Und jetzt muss man mal schauen, kann man vielleicht, wenn wir damit Themen haben, dass erfahrene Menschen aus dem Berufsleben ausscheiden, auf eine andere, neue Form auch Wissen transferieren. Also über die Generationen hinweg Wissen transferieren mit der Hilfe von virtueller Realität, Augmented Reality. Wie könnte das funktionieren? Ja. Also dazu, und das habe ich auch schon gehört, gibt es Prototypen, in denen dann gerade über das Thema auch Augmented Reality es so ist, dass man Videos aufnimmt von den Experten, die dann an Handgriffen zeigen, wie zum Beispiel auch eine Maschine zu warten ist oder wie man bestimmte Teile auswechselt. Und dann wird das, was die an Bewegungen machen, im Prinzip digitalisiert und schafft einen Rahmen. Und der Nächste, der dann kommt, setzt eine Brille auf und wird dann über diesen digitalen Rahmen geführt und seine Hand bewegt sich dann in diesem Bild drin und dann kann ich sehen, wenn ich drin bin, ist es grün und wenn ich leicht rausgehe, ist orange, wenn ich ganz rausgehe, ist rot. Das heißt, ich habe eine direkte Steuerung. Das heißt, wenn ich vorher keine Ahnung hatte davon oder nur sehr wenig, dann kann mich das dabei unterstützen, bestimmte Dinge zu tun. Also insofern hat es offensichtlich irgendeinen neuen Stellenwert in unseren Lernsettings. Also wir kennen ja bisher so Präsenztraining, wir kennen E-Learnings. Wo würdest du virtuelle Realität so ansiedeln? Auf der einen Seite sind wir sehr dicht am tatsächlichen Präsenzempfinden. Man empfindet in solchen virtuellen Realitäten mit Brillen ganz intensiv, aber eben auch ohne Brille, räumliche Präsenz und man empfindet soziale Präsenz. Das heißt, man hat das Gefühl, dass diese anderen Menschen repräsentiert durch Avatare und in Wirklichkeit vielleicht tausende Kilometer entfernt mit einem in dieser Handlungsumgebung sind. Und das ist die Welt, die man aus der Präsenz mitnimmt. Und gleichzeitig habe ich keine physischen Grenzen mehr. Ich kann in beliebigen virtuellen Orten sein, ich kann beliebigen Content integrieren, ich kann beliebige Didaktik ausprobieren da drin und ich kann, wie du richtig gesagt hast, erleben. Ich mache also Inhalte begreifbar, ich erlebe, ich handle, ich reflektiere meine Handlungen, gegebenenfalls auch aus unterschiedlichen Perspektiven, aus der Perspektive anderer, die beteiligt waren. Ich kann in virtuellen Welten im Nachgang die Perspektive wechseln und kann einfach selber sehen, was hat der andere aus seinen Augen quasi erlebt und wie war die Kommunikation. Und wir glauben, dass das ein Format ist, das in Zukunft sehr relevant sein wird. Ich habe dann erwartet, dass das muss unglaublich professionelle und wahnsinnig teure Technologie sein, ja? Weil sonst würde sich mein Körper und meine Sinne ja nicht irgendwie austricksen lassen.
Als ich dann die Brille abgenommen habe, dann konnte ich sehen, es ist ein relativ normales Laptop gewesen, an dem diese Brille angeschlossen war. Dann dachte ich noch, die Brille ist sehr besonders und dann machte der Klack und hat das Smartphone von dieser Brille abgenommen. Und ich dachte, nein, jetzt lasse ich mich sogar von so einem Smartphone austricksen. Also das war schon ein sehr interessantes und einprägsames Erlebnis. Also vielleicht so eine dritte Säule unserer großen Lernsettings, E-Learning, vielleicht virtuelle Realität dann präsent. Möglicherweise, und so klingt es, hat ja virtuelle Realität dann sogar noch einen Vorteil gegen Präsenz, wo viele heute sagen, Präsenz ist das Beste, wo ich nicht so richtig von überzeugt bin. Wir müssten eigentlich die Vorteile von den einzelnen Settings uns mal genauer anschauen und sie denn dementsprechend einsetzen. Beruhigend ist auch die Aussage, man braucht nicht unbedingt die Brille, denn das Equipment fürs Ansehen, für alles andere haben wir in der Regel heute. Heute gibt es überall Headsets an PCs und PC hat auch jeder, sodass die Anschaffung von Brillen gar nicht notwendig ist in Unternehmen, die sowas einsetzen wollen. Markus, herzlichen Dank für die Klarstellung und Information, fand ich sehr hilfreich. Dir viel Erfolg weiter beim Corporate Learning Camp. Danke, Karl-Heinz.